Hallo und willkommen bei Hardware-Rat. Hier das Review des 350€ Gaming-PCs bzw. Konsolenkillers. Viel Spaß! Ja, man hört von vielen Seiten, Konsolen haben das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Stimmt aber eigentlich so gar nicht. Denn der hier gezeigte PC kann eine PS4 übertrumpfen und das für 350€. Als ich die Teile gekauft hatte, hatte die PlayStation 4 mit einer 1TB Platte 340€ gekostet. Also quasi genau gleich viel wie der PC hier. Natürlich, eine Konsole ist ein anderes System, die auch noch ein paar andere Sachen bietet. Zum Beispiel WLAN und ein Blu-ray-Laufwerk ist ja immer dabei. Auch ein Controller ist dabei. Aber der Controller ist auch ein Nachteil, denn wir PC-Gamer können mit jedem neuen PC auch unsere alte Maus und Tastatur weiterverwenden. Zudem haben die meisten Konsolenspieler mehr als einen Controller, außerdem geht ein Controller auch noch öfters kaputt. Das kann mir wohl jeder Konsolenspieler bestätigen, dass die Dinger nicht wirklich für die Ewigkeit gebaut sind. Ich dagegen hocke gerade an meinem Schreibtisch mit meiner 5 Jahre alten Rocket Maus und meiner 7 Jahre alten G15 Tastatur. Aber nun kommen wir zum rund 350€ Gaming PC. Als Prozessor verbaut wurde ein AMD Athlon 2 X4 860K. Das ist ein Kaveri Prozessor auf dem Sockel FM2 Plus. Er hat 4 Kerne mit je 3,7 GHz, einen Turbo Core von 4,0 GHz, eine TDP von 95 Watt. Man kann ihn frei übertakten und er hat 2x2 MB Level 2 Cache. Der Prozessor der PlayStation 4 ist ein AMD Jaguar Prozessor mit 8x1,6 GHz. Die Jaguar Prozessoren wurden ursprünglich entwickelt für Tablets. Das heißt, es ist eine sehr stromsparende, aber nicht allzu gute Architektur. Das heißt, die Leistung pro Takt ist hier geringer. Der Prozessor hat ebenfalls 2x2 MB Level 2 Cache. 8x1,6 GHz ist zusammengerechnet jetzt schon schwächer als 4x3,7 GHz. Zudem muss man noch bedenken, für Spiele stehen nur 7 Kerne zur Verfügung, der 8. Kern ist vollkommen fürs Betriebssystem reserviert. Für die Kühlung des Prozessors wird verbaut ein LC Power CosmoCool LC-CC95. Das ist ein kleiner CPU-Kühler für ungefähr 10€, aber mit einem wirklich extrem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Er hat für den Preisbereich unüblich 2 Heatpipes und einen 95mm Lüfter verbaut. Damit hat er eigentlich nicht wenig Power und ist deutlich stärker als der Boxlüfter. Im Klartext, man kann mit ihm auch übertakten. Außerdem ist unten Wärmeleitpaste bereits aufgetragen, das heißt einen zusätzlichen Kauf kann man sich sparen. Als Festplatte verbaut wird eine 1TB von Toshiba, eine 3,5 Zoll mit 7200 Umdrehungen pro Minute. 1TB reicht in der Regel für Gamer aus. Und mit 7200 Umdrehungen sowie dem 3,5 Zoll Format ist sie schneller als die in der PS4 verbauten. Als Arbeitsspeicher gewählt wurde der Patriot Viper 3 Black Mamba. Er taktet standardmäßig mit DDR3 1600 CL9. Es sind zwei Module, das heißt sie laufen im Dual Channel. Der Arbeitsspeicher wurde gewählt, weil es der günstigste, einigermaßen gute Arbeitsspeicher war. Die PlayStation hat GDDR5 Speicher, ist damit also besser, oder doch nicht? GDDR5 hat wesentlich höhere Transferraten, allerdings auch eine höhere Latenz. Einer GPU macht der höheren Latenz nichts aus, aber ein Prozessor profitiert von niedrigeren Latenzen. Im Endeffekt macht es für den Prozessor aber vermutlich nicht sonderlich viel Unterschied. Verbaut werden in dem PC wie in der PlayStation 4 8 GB. Man muss aber bedenken, dass bei der PlayStation 4 der Speicher für den Prozessor und Grafikkarte sind. Bei dem hier gezeigten PC hat die Grafikkarte ihren eigenen Speicher. Als Mainboard das MSI A68HMP33. Es hat den AMD A68 Chipsatz und bietet eigentlich alles, was man so braucht. Zwei SATA-Kabel für die Festplatte sind gleich beigelegt. Es hat USB 3 SATA 3 und den Realtek ALK 887 Soundchip. Am I.O.-Panel hat man als Anschlüsse einmal PS2, viermal USB 2, VGA und DVI. Die Grafikanschlüsse von diesem Mainboard kann man aber nicht nutzen, der Prozessor hat ja keine IGP. Zweimal USB 3, eine LAN-Buchse und drei 3,5 mm Klinken. Auf dem Board hat man 5 CPU-Phasen, 2 RAM-Bänke, einmal PCI Express 3.0 X16 für die Grafikkarte und dreimal PCI Express X1 für eventuelle Erweiterungen. Man hat 4 SATA 6 Gigabit Ports und insgesamt 2 Anschlüsse für Gehäuselüfter. Als Grafikkarte die VTX 3D R7370. Sie basiert wie die Grafikeinheit der PlayStation 4 und Xbox One auf die GCN 1.0 Architektur. Sie hat 1024 Shader-Einheiten, die PlayStation 4 hat 1152 Shader-Einheiten.
Dafür taktet sie aber standardmäßig mit 985 MHz, die PlayStation 4 nur mit 800 MHz. Insgesamt stehen ihr zur Verfügung 2 GB GDDR5 Grafikspeicher. Das ist auf jeden Fall genug, um neue Spiele in Full HD flüssig spielen zu können. Sie hat eine TDP von 150 Watt, daher reicht auch ein einzelner 6-Pin-Anschluss aus. Als Anschlüsse hat sie einen DisplayPort, einmal HDMI und einmal DVI. Für die Stromversorgung wurde gewählt ein Antec VP350P. Das Netzteil ist, wenn es mal im Sonderangebot ist, schon für unter 30 Euro zu haben. Gefertigt wurde das Netzteil von Delta, ist also schon mal kein Scheiß. Und das Wichtigste bei der Wahl des Netzteils hier war auf jeden Fall, dass es mindestens einen 6-Pin haben muss. 350 Watt sind für den PC ebenfalls genug, das wird man aber später noch sehen. Als Anschlüsse hat man einen Mainboard-Stecker natürlich, ein 4+4-Pin für den Prozessor, einen 6-Pin-Anschluss für die Grafikkarte, 3x Molex für alte Festplatten, Laufwerke oder sonstige Zusatzgeräte im PC, ein FDD-Anschluss und 3x SATA. Und zu guter Letzt das Gehäuse, ein Sharkoon VG4V. Es ist ein schwarzes Gehäuse, was vorne blau leuchtet. Ziemlich günstig, das merkt man auch, das Blech ist ziemlich dünn, dafür ist es aber ziemlich leicht. Es hat sogar Platz für noch größere Komponenten. Es hat gleich zwei 120mm Lüfter vorinstalliert, vorne ein und hinten ein. Diese haben, falls man nicht genug Stecker auf dem Mainboard hat, zusätzlich noch einen Molex-Stecker, damit man sie ans Netzteil anschließen kann. Man hat insgesamt 3 Laufwerkschächte, Platz für 4 2,5 Zoll Laufwerke und 3 3,5 Zoll Laufwerke. In der Front sind 2 USB 3 und 2 USB 2 Anschlüsse, ein Mikrofoneingang und ein Lautsprecherausgang. Praktisch ist, wenn man keinen USB 3 Anschluss auf dem Mainboard hat, kann man den Anschluss auch als USB 2 anschließen. Zusätzlich wird noch ein Adapter für ein externes 3,5 Zoll Laufwerk mitgeliefert. Das Gehäuse kann mit Hilfe von Rändelschrauben öffnen und natürlich ist auch ein Säckchen mit allen benötigten Schrauben beigelegt. Das waren dann aber auch schon alle Teile. Hier nochmal ein Überblick vom Preisvergleich. Zusammen haben alle Teile 345,14 € gekostet. Man muss aber bedenken, viele Teile waren auch im Sonderangebot oder sind nicht mehr für die Preise erhältlich. Aber Sonderangebote gibt's ja immer. Und nun der Zusammenbau des PCs in Zeitraffer.
So sieht der PC dann fertig aus. Als Betriebssystem fiel die Wahl eigentlich ganz einfach, natürlich Windows 10. Man hat insgesamt mit Windows 10 am meisten Performance, das heißt eigentlich in der Regel am meisten FPS und auch die allgemeine Geschwindigkeit des Betriebssystems ist am höchsten. Also von allen Windows-Versionen her meine ich. Außerdem braucht man es als Gamer später auch, weil nur Windows 10 DirectX 12 unterstützen wird. Im UEFI werden auch noch ein paar Einstellungen getroffen. Da es ein K-Prozessor ist, kann man ganz einfach über den Multiplikator übertakten. Ich stelle hier mal den Takt auf 4,4 GHz. Von 3,7 auf 4,4 GHz ist schon ein ordentlicher Leistungsschub. Aber auch der Arbeitsspeicher wird übertaktet. Die Spannung des Arbeitsspeichers wird von 1,5 auf 1,65 Volt erhöht. Die Frequenz wird von 1600 auf 2133 MHz erhöht. Auf der Latenzzähl 9 kann der Arbeitsspeicher natürlich nicht mehr laufen. Damit der Arbeitsspeicher stabil läuft, muss auf CL 11 11 11 33 erhöht werden. Zu guter Letzt werden die Lüftergeschwindigkeiten noch etwas angepasst. Damit läuft der PC im Idle ruhiger und darf auch ruhig ein bisschen wärmer werden. Damit ist er nicht allzu laut. Vor allem eine niedrigere Geräuschkulisse im Idle bringt sehr, sehr viel. Da jede Komponente in dem PC, besonders die Grafikkarte, UEFI-Modus unterstützt, kann man Windows auch im UEFI-Modus booten lassen. Dazu muss man den Bootmodus auf UEFI stellen. Der Boot insgesamt dauert auch nicht so lange. Vom Startknopf drücken bis zur vollständigen Einsatzbereitschaft von Windows auf einem frisch installierten System dauert es ca. 25 Sekunden, bis Windows wirklich nichts mehr laden muss. Die Festplatte liest auch mit 173 MB pro Sekunde. Die Festplatte ist jetzt allgemein nicht so langsam, aber eine SSD ist doch nochmal ein krasser Unterschied. Gerade wenn man so die 4K-Werte betrachtet. Aber nicht nur Prozessor und RAM, auch die Grafikkarte wird übertaktet. Der Speichertakt wird von 1425 auf 1500 MHz erhöht, die GPU von 985 auf 1050 MHz, außerdem wird das Powerlimit noch um 10% erhöht. Damit hat die Grafikkarte 2150 G-Flops. Zum Vergleich, die PlayStation 4 hat nur 1840. Im 3D-Mark Firestrike Benchmark erreicht der PC auch 4859 Punkte. So hat der PC mehr Leistung als eine PlayStation 4 und mehr Leistung als Zenchillis kürzlich erschienenen 500€ Gaming-PCs. Und das für nur 350€. Stromverbrauchstechnisch steht der PC jetzt nicht so gut da. Während des Firestrikes Benchmarks gehen die Verbrauchswerte manchmal über 300 Watt. Ja gut, aber das Netzteil ist auch nicht das effizienteste und hier wurde ja auch übertaktet. Prozessortemperaturmäßig sieht es eigentlich recht gut aus, auf allerhöchster Höchstlast mit Prime 95 pendelt er sich so bei 60 bis 65 Grad ein. Dabei wird der Kühler recht laut, aber im Alltag wird der Prozessor ja auch nicht so stark ausgelastet. So, das war dann auch quasi der erste Teil vom Review. Wenn der zweite Teil released wurde, kann man hier ins Bild reinklicken, dann wird man automatisch zum zweiten Teil weitergeleitet. Ansonsten ist er auch in der Beschreibung verlinkt. Im zweiten Teil werden dann auch Spiele auf dem PC getestet und geschaut, wie gut er sich gegen die PlayStation 4 schlagen kann. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.